weil ich wollte mir eigentlich, was ich sehr feiere, es ist ein bisschen klein gehalten hier, leider, nämlich ein Kostüm kaufen oder wenigstens nur die Brustplatte, weil die echt Style hat. Man kann es nicht drehen, oder was? Doch, weil es echt Style hat, so Wings, Seraphen kenne ich aus Guild Wars 2, was ich, wie ja ein oder andere mag, sehr liebe, das Spiel, das vergöttere ich. Und ja, es gibt hier viele Drachen, ich bin noch im Anfangsgebiet, ich bin Sibernia, man startet hier unten in der Hauptstadt Sibernias, so heißt der Kontinent und die Stadt, glaube ich, was voll cool ist. Und da gibt es eine Omate-Schlucht und, dann geht man irgendwann immer weiter und irgendwann kommt man hier hin und das ist die Hauptquest bei mir. Da fängt das Spiel aber so ein bisschen an zu sagen, wurde es nur halb programmiert, weil ihr seht, Sys, also System 1621/unten Name und der Anführer, ja, Ruinen der Stadt, und den Anführer der Raubplünderer zu besiegen. Wo, ob es wohl nur so halb programmiert worden ist, man weiß es nicht. Ich finde es schade. So, da haben wir also schon was. Aber Minimap, ich habe die Minimap immer so groß, ganz kurz. Warum? Einfach aus dem Grund, weil ich schneller alles erkenne. Beziehungsweise, ich sehe halt dann, weil standardgemäß ist die Karte so klein und ich kann damit nicht angehen. Ich muss sie auf maximaler Größe haben. Genauso wie den Chat, der ist, den Chat kann man so groß ziehen, ich hatte den auf. So. Okay, den Chat brauche ich jetzt nicht, weil eh ja keiner online ist. Und ja. Spielt überhaupt noch jemand? Gerade? Weil manchmal so nachts eigentlich, okay, es ist mitten in der Woche. Ich habe ja, bin ja krankgeschrieben. So, den Fallschaden nehme ich an. Schreibe ich öfters mal mit anderen Leuten. Ach, warte mal. Da fällt mir gerade was auf. Und die Melodie in diesem Spiel ist einfach mal schön. Also, ich gebe nur wenige Spiele, wo ich wirklich sage, boah, so. Wo ich echt wirklich sage, boah, das kannst du dir öfters anhören. So, Eisenerz, und da gibt es auch manchmal, wenn man Glück hat, wie jetzt natürlich wieder nicht, die Verfeinerungsessenzen. Aber das macht uns nichts. Ah ja, und eine geile Sache ist, wenn man das gedrückt hält, lädt man ja seinen Schlag auf, aber man kann auch laufen und das sieht episch aus. Ich bin ein Elementar-Magier, lasst mich durch! Aber irgendwann setzt er es ein. Das ist dumm. So, jetzt ziehen wir mal in eine größere Gruppe. Hallihallöchen, Fahrkartenkontrolle, bitte mal alle die Fahrkartenticket zeigen und alle mal aus Maul, alle Schwarzfahrer. So, da geht die FPS natürlich runter. Ja, das ist natürlich ganz an sich, dass die stunnen. Das wusste ich gar nicht. Auch schön. Ich bin jetzt zweimal in der Aufnahme gestorben. Ist ja ganz geil. Gut. Und schon wieder stehe ich hier. Warum zum Fick stehe ich immer hier? Gott weiß es nicht. Was weiß ich nicht was. So, okay, ist daneben gelaufen, passiert auch mal. Ich bin nicht zum ersten Mal gestorben. Und hier gibt es Verderbnisdrachen und leider Gottes kann man die nicht zähmen. Leider, ich finde die geil, die sehen mal richtig cool aus. Aber man kann sie nicht zähmen. Was das Spiel so ein bisschen, okay, vielleicht. Klar, die Verderbnisdrachen gehören zum bösen Kaldos. Kelso, Bob Kelso aus Scrubs. Aber ja. Und hier machen wir mal einen kleinen Boss. Der mich anfackeln will. Der will mich doch nur nackt sehen. Nur weil ich eine Frau bin im Spiel. Aber warum ich eine Frau genommen habe, fragt mich just for the lulz. Ich finde, Frauen sind immer besser gemacht. Und wenn so eine Frau so ein riesen so ein riesen Ding schwingt, ist schon cool. Ich wollte gerade sagen, Buggy. Und hier,
Ja, gut, er hat noch einen Standardtrank. So. Aber man kann schon sehr mit dem Krieger sehr auf Crowd Control gehen, also richtig viel die Gegner oft auch einfach auf den Boden schmeißen und dann wieder aufs Maul geben und wieder, das ist ganz cool, man kommt eigentlich so relativ schnell durch. Mir fehlt nicht mehr viel Erfahrung für Level 29, also 14% fehlen mir noch, um genau zu sein. Aber jetzt reise ich doch mal lieber zurück, oder? Mache ich die Omate-Schlucht oder mache ich den Heuler? Ich will nämlich mit euch einen Dungeon machen. Und viele fragen sich immer, habe ich viel gelesen im Chat? Viel. Was für ein Maximallevel dann ist, so ist. So, Obergrenze, Maximallevel, blub, blub, blub. Und habe ich viel geschrieben, weil viele sagen 60. Ja, wenn man nämlich guckt, bei Meisterschaften kann man ganz unten sagen, hier 65. Da denkt man natürlich gleich, ist vielleicht 65 das Level Cap. Das heißt, das Maximallevel. Da muss ich aber immer wieder gegensprechen, immer wieder, denn es gibt auch 80er Monster. Wenn ich sie jetzt sofort finde, weil sie sind eigentlich in dieser kleinen Uruka-Schlucht. Ein Uruka-Spalt. Ist wahrscheinlich auch eine Frau. Ja, wo haben wir denn? Hier unten, da. Level 80. Sieht man hier, da ist Level 80. Ich würde sagen, dann ist das Maximallevel auch ein bisschen 80. Sonst kann man es mit Level 65, muss man ja auch schon eine Hardcore-Rüstung haben. Also wirklich so eine 5000er-Rüstung, dass man das überlebt. Ein bisschen hart, finde ich. Also, ich denke nicht, dass sie das so machen, aber schon hart, würde ich sagen. So. Ja, das Quest-System ist ganz cool. Man kann, glaube ich, so endlich viele Quests animieren. Quests sind 2 von 30. Ist ganz cool. Und man kann sich die anzeigen lassen, wo man hin muss. Ist ganz nett gemacht. Ist auch ganz lieb. Aber die Schrift, die ist dann irgendwann, wird sie klein. Level 30er Quest. Häuptling der Raubplünderer und der Geisterstadt. Sis, ja, das ist ihr Name da halt. Ja, der wird dir nicht mehr angezeigt. Das ist aber in den Ruinen von Aboran. Und man kann sich entweder so einfach machen oder man liest sich das Teil durch. Bloß wenn der Name da steht, wird es ein bisschen schwieriger. Noah. Genau, Noah. Nora, mein lieblingsneuer Feind, der nämlich ein bisschen stark ist. Ein riesengroßer Krieger mit Hammer halt so gesehen. Aber der teleportiert sich sogar noch. Also relativ unfair. Oder ich bin einfach nur zu blöd, gegen ihn zu kämpfen. Hallihallöchen, ihr seid Opulenz. So, man kann auch so einen Pfeilsprung machen, was ganz cool ist, was nett gemeint ist. Hat mir am Anfang sehr geholfen, muss ich ganz einfach mal sagen. Das war jetzt Fail. Hat mir sehr am Anfang geholfen, dieses. Weil man kann halt einfach ausweichen damit. Und das hilft einem gegen ein paar stärkere Monster sehr gut im Kampf. Also, ja. Ja, eigentlich ist es, was ich mache, immer nur stupides Draufschlagen. Ich level mehr durch Gegner-Kills als durch Quests. Also ich... Not enough Platz, ja. Not enough. You have not permissions to use this shit of darkness. Ich level mehr als... Ja, hier, guck mal, da habe ich eine Verfeinerungsessenz bekommen. Fliege ich mal eben ganz kurz in die Lüfte, weil da bin ich momentan noch safe. Da... Und dann kann man wieder Katalysatoren anmachen. Benutzen. Auch eine coole Neuerung, dass man so... Also, coole Neuerung nicht, aber eine coole Sache, dass man so... noch eine Zutat Ätzer braucht, um dieses Crafting überhaupt zu benutzen. Jetzt nur das einzige Problem, was man in diesem Spiel finde. Hat mein Bruder auch gehabt. Wenn man dann irgendwann mal 4 Drachen hat... Wenn man P sagt, man einen Drachen hat... Kann man ja bis zu 6 Drachen haben. Und man aktiviert diese... für den Kampf mit Alt F1, Alt F2, Alt F3, Alt F4, Alt F5, Alt F6.
Bloß bei Alter 4 beendet man das Spiel. Also wenn man den Drachen ruft, beendet man das Spiel. So kann man Spieler auch dazu bringen, ihre Drachen zu rufen und, und aufzuhören. Nein, man kann es ja natürlich umstellen. Ist ja nicht so, dass es nicht so ist. Und ja, kann halt einfach, ja, die Drachen damit so rufen. Das ist cool gemacht. So, ich wollte zurück, weil ich noch einen Dungeon mit euch machen will. Jo, wir sind aber über eine halbe Stunde. Schön. Also wahrscheinlich jetzt im zweiten, dritten Part. Ja, im dritten Part ungefähr. Von 5. Was einfach mal so nebenher läuft. Und ja, also ich finde, wie gesagt, einen kleinen Eindruck bieten an dem Spiel, weil es echt wunderbar schön aussieht. Man kann auch in die Ego-Perspektive, aber nicht auf den Drachen. Da hat man den Charakter so ein bisschen mit dem Schwert da vorne. Obwohl man sieht dann halt auch schön den... ja. Ja, ist gut. Ich kann meine Tuse unter den Rock gucken. Oh Gott. oder ich mache halt einfach mal hier die tägliche. Denn ich in meiner unschätzbaren Wut und meiner Dings, es ist 5.23 Uhr, alter Feller. In meiner unschätzbaren Coolness hab natürlich wieder so, wie kann ich dann am schnellsten leveln? Wie kann ich schnell die Tagesquest beenden? Tagesquest sieht man hier unten. Ich habe jetzt keine Tagesquest angenommen, weil die wären blau. Sieht man ja? Und ich kann trotzdem die Tagesquest machen. Denn diese Kraniche, nachdem ich die mal getötet habe, droppen die nämlich Vogelfedern. Da, Vogelfedern. Ist ein Quest-Item, bloß du hast gar keine Quest. So, da töte ich mal eben alle. Dab, 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 dab. So. Hallo, Fahrkartenkontrolle immer noch. Sie fahren alle schwarz. Wie bei der Bahn. Wie jeder sonst auch. Blocken Sie mich mal nicht. So. Ich habe den Chat zu groß. Aber zum Glück blendet er sich aus. Da geht die FPS runter, das ist aber normal. Fängt das schon wieder an? Ja, gegen mehrere Mobs ist immer schwer, gerade weil auch die FPS darum geht. Weil ich ja auch aufnehme nebenbei. Sonst habe ich immer so gute FPS von 40. Jetzt habe ich so eine 25, 28. Wenn ich in die Stadt gehe, wird es schwieriger. Jedenfalls habe ich jetzt 11 dieser Fehler. 10 braucht man, um die Quests abzugeben. Ich habe aber die Quests gar nicht. Und trotz dieses Dings... Boah, jetzt geht die FPS aber richtig runter. Und trotz dieser 10, die ich habe, kann ich die Quest abgeben. So. Why? Clipping-Fehler außerdem. Clipping- und Grafikfehler sind... Es ist eine Open-Beta, man muss es einfach sagen. Es ist eine Open-Beta, darf sie noch... Man muss halt einfach sagen, hier, da ist noch was. Das kann auch bei mir jetzt gelegen haben. Und dass es so ist, ich gehe jetzt erstmal verkaufen, beziehungsweise ich gehe erstmal zur Bank. Natürlich, es spielt wirklich noch einer. Hi. So, natürlich mit Style gehen wir zur Bank. Puh. So. Dies ist, ne, ja, das ist Schwachsinn hier gerade. Also mein Commentary. Und blabber hier mal eben kurz alles rein. Wo haben wir die ganze Schnupsscheiße? Man kann irgendwie nicht schnell reinsortieren. Klar kann man hier so machen, aber ja, mit Level 30 holt man sich ein und dann kostet das wirklich bares Geld. Was ich echt ekelhaft finde. Okay, ist ein Free-to-Play-Game, wollen auch Kohle verdienen, ist klar. Aber, na, so. Ihr seht das Ziel nicht, es gibt auch kein Ziel. Was ist das? Keine gute Hose. So, dann kann man extrahieren, Chargen-Extraktion. Damit kann man mehrere machen, obwohl Charge eigentlich Farbe ist, aber egal. Also Brandfarbe ist, aber egal. Geht mal wieder ran. Ja, genau, das musste immer noch sein. So. Bringt man die Sachen hier wieder rein.
Ja, mein Lager ist schon voll. Weil ich auch jeden Kappes behalte. Was will ich mit dieser Mischsteuer? Okay, doch, die brauche ich. Weil ich die dann noch für ein Item verwenden kann zum Schmieden. Mist! Okay. Kann man aber auch noch einzeln machen mit Extraktion, wenn man nur ein Item hat. Wie ich jetzt gerade. Und ballert dann halt das da noch rein. Sortiert sein Equipment und geht dann rüber zum Händler. Ich habe mir noch ein paar Rüstungen und so, die ich behalten möchte. Weil ich alleine nur wegen dem Aussehen wert. Klar, das ist jetzt 50 Punkte besser, aber hoffentlich sieht die besser aus als die. Gucken wir, wie die aussehen, weil meine jetzige sieht schon geil aus. Sieht geil aus und das soll jetzt auch bleiben. Habe ich gesagt, guckst du mir erstmal nach. So, ich bin so einer, ich brauche die ganzen scheiß Tränke gerade nicht. Ich weiß, ist dumm. Weil die Tränke hätte man auch anders verwenden können. Nämlich für sich. So. Ja, die erste Reihe kriegt man bis Level 20 und dann muss man kaufen. Soweit ich gemerkt habe. Und das kostet auch wieder richtig viel Moneten. Ja, gerne. So. Ja, die Hauptquest ist so ein bisschen, naja, ne, Hauptquest nicht. Die täglichen und auch das System mit dem Geld ist ein bisschen hart für Leute, die halt wirklich so spielen wollen. Weil man hat halt einfach nur am Anfang wirklich diese, also man hat nur zwei Plätze im Drachennest und kostet 99 und hier können es 35 und das kostet, das ist halt schon hart. Hier kann man auch seine Rüstung raufpacken, darum wollte ich den Drachen nicht weggeben. Wo ich ja die Rüstung auch... Ja, aber das Teil war schon ein bisschen besser gelevelt als das andere. Ich wollte was trinken. Genau. So. Fliegen wir doch nochmal hin. So. So. Die roten Punkte auf der Karte. Das ist mein Ziel. Nur, es ist ja dieses stupide... Ich klopfe auf die Mobs drauf und sammle Items. Nur kriege ich diese edle Drachenhaut und diesen Krabbenpaste nicht. Das ist meiner Ansicht doof, dass ich sie nicht finde. Entweder ist es eigentlich mal eine Level, eine Farmquest, wo man wirklich lange farmen muss, weil ich töte die Punkte ja schon. Oder ist das... Auch schwimmen kann man... Wenn nicht tief, aber man kann auch schwimmen, man kann auch unter Wasser kämpfen. Was ich schwachsinnig finde. Dass sie ja wie ganz normal in der Luft steht. Ja. Aber man sieht halt, hier ist, sollte irgendwas sein, hier ist aber nichts. Naja. Quest, die ich glaube ich auch aufgeben werde. So. Hier ist noch ein kleiner Boss, aber das ist ja Rille. Ja, den Dungeon der Arboran, die Ruine von Arboran, die schaffe ich im Moment nicht. Ich komme zum Boss, sterbe aber da. Weil der doch ein bisschen hart war mit Level 27. Hardcore. Entweder war ich einfach nur schlecht oder ist es wirklich so, dass der ein bisschen stärker ist. Was ich toll finde, dann echt gut finde. Also auch das Spiel, auch das Wasser. Guckt euch das Wasser mal an. Das ist schön. Ich finde das echt schön. So. Und hier ist auch nochmal wieder der Fall. Vielleicht sind das die Mods da. Also wenn, dann ist cool. Aber das ist... Ah. Testen wir mal. Edle Drachenhaut. Ich wollte den Chat-Kleider stellen. So, und blau ist jetzt leer. Also blaue Leiste, das ist natürlich meine Mana. Und dann muss man halt als Krieger, ich weiß nicht, wie es mit den anderen Charakteren ist, dann muss man halt einfach sagen, dann haue ich halt eben mit meiner Combo drauf. Also mit meinem... So. Und da ich so eine Stern-Dings habe, wo ich dann halt einfach 70... und 45 bekomme, relativ schnell wieder oben mit dem Mana und dann wieder volle Kanutze rauf, knappen Arm rauf. Voll, auch ganz.
So, ganz lustig. Also wie gesagt, das Spiel an sich ist auch geil. Nur man merkt das eben wirklich an, dass es in der Open Beta ist. Und ich hoffe, da kommen noch richtig gute Verbesserungen.